Er ist der wichtigste Länderindex überhaupt, der S&P 500. Wer sein Portfolio mit Regionen oder Länder-ETFs aufbaut, kommt um diesen Index kaum herum. Ich schaue ihn mir heute mal genauer an und verrate dir alles, was du für dein Investment wissen musst. Ich bin Susanne und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Just ETF Wissen. Der S&P 500 ist der wichtigste Aktienindex der USA und damit letztlich auch der ganzen Welt. Entsprechend beliebt sind ETFs auf diesen Index. Ganz klar, mit diesem Index setzt du allein auf die USA. Unternehmen aus anderen Ländern sind natürlich nicht darin abgebildet. Außerdem ist die Zahl der enthaltenen Unternehmen gedeckelt auf, der Name verrät es schon, 500. Damit deckt er rund 80% des Marktes ab. Die Gewichtung erfolgt nach Marktkapitalisierung. Die 10 größten Unternehmen machen über 30% aus. Das ist mehr als beim MSCI World, da sind es nur 20%, aber deutlich weniger als beim DAX, da liegt der Anteil der Top 10 bei über 60%. Die Namen der Top 10 Unternehmen dürften dir bekannt sein, es sind nahezu dieselben wie beim MSCI World. Kleiner Fun Fact: Was denkst du, wie viele der Top 100 Unternehmen des S&P 500 zu den Top 200 Unternehmen des MSCI World zählen? Es sind tatsächlich alle. Das macht ziemlich deutlich, wie erfolgreich US-Unternehmen sind. Jetzt aber zurück zum S&P 500. Wie sieht es mit der Verteilung auf die verschiedenen Sektoren aus? Technologie hat den größten Anteil mit über 30%. Dahinter folgen das Gesundheitswesen mit 12% sowie die Nicht-Basiskonsumgüter und die Finanzdienstleistungen mit jeweils knapp 10%. Da der S&P 500 so ein beliebter Index ist, gibt es auch ziemlich viele ETFs, unter denen du auswählen kannst. Aktuell sind es über 20 Stück von allen gängigen Anbietern. Amundi, BNP, Deka, HSBC, Invesco, iShares, Spider, UBS, Vanguard und Xtrackers. Bis auf einen ETF liegen alle locker über der Schwelle von 100 Millionen Euro Fondsvermögen. Fast alle ETFs sind älter als 3 Jahre, nur 5 sind jünger. Knapp die Hälfte der ETFs sind ausschüttend. Auch bei der Replikationsmethode ist das Verhältnis synthetisch zu physisch praktisch 50-50. Wobei übrigens kein ETF die Sampling-Methode nutzt, das heißt, alle, die physisch replizieren, kaufen tatsächlich auch die Aktien aller 500 enthaltenen Unternehmen. Ein großer Vorteil von S&P 500 ETFs, sie sind extrem günstig. Bei den teuersten ETFs liegt die TER, also die Gesamtkostenquote, bei 0,15%. Zum Vergleich, beim FTSE All World kosten die beiden günstigsten ETFs so viel. Wie sieht es am anderen Ende der Spanne aus? Die beiden günstigsten ETFs auf den S&P 500 kosten gerade mal 0,03%. Das heißt, wenn du 10.000 Euro investierst, bezahlst du dafür auf ETF-Ebene gerade mal 3 Euro. Billiger geht's kaum. Ja klar, für ein Tagesgeldkonto zahlst du meist gar nichts, aber damit kommst du nicht annähernd an die Rendite des S&P 500 ran. Beim günstigsten und größten S&P 500 ETF waren es seit Auflage im März 2012 durchschnittlich etwa 15% pro Jahr. ETFs auf den S&P 500 sind zu Recht beliebt, denn sie bieten dir Zugang zum derzeit wichtigsten und erfolgreichsten Aktienmarkt der Welt. Sie sind extrem günstig zu haben und du hast eine breite Auswahl. Allerdings investierst du damit natürlich nur in ein einziges Land. Die Gewinne des Index stützten sich 2023 vor allem auf die extrem starken Tech-Unternehmen, die man auch als Magnificent Seven bezeichnet, nämlich Apple, Amazon, Alphabet, Meta, Microsoft, Nvidia und Tesla. Dieser Tech-Klumpen bedeutet auch ein gewisses Risiko. Um das auszugleichen, ist es sinnvoll, dein Investment zu streuen und auch in andere ETFs zu investieren. Übrigens, in Sachen Diversifikation ist es eher nicht so sinnvoll, neben dem S&P 500 den MSCI World ins Depot zu holen, denn der enthält auch ziemlich viele US-Unternehmen. Stattdessen bietet sich eine Kombination mit anderen Länder- oder Regionen-ETFs an. Kleiner Tipp, schau dir zur Inspiration unsere Musterportfolios an. Da bieten wir dir verschiedene Vorschläge, wie du solche ETFs miteinander kombinieren kannst. Ich freue mich über ein Like und wenn du immer über ETFs auf dem Laufenden bleiben willst, dann lass uns doch ein Abo da. Ansonsten wünsche ich dir viel Erfolg beim Anlegen und bis zum nächsten Mal.